Seit wir vom Team des Bahnprojekt Ulm-Augsburg im Oktober 2021 die Grobtrassierungen präsentiert haben, haben wir viele verschiedene Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern, Bürgerinitiativen und Politikern erhalten. Auf den ersten Blick sind da auch sehr viele gute Ideen dabei. Im Zuge der Erstellung der Grobtrassierungen haben wir aber viele der Varianten selbst schon untersucht. Diese sind dann aus unterschiedlichen Gründen, weil sie nicht praktikabel waren, wieder ausgeschieden. Viele der Varianten und Alternativen, die Sie uns übergeben haben, haben wir bereits im Zuge der Grobtrassierungen überprüft. Aber mit Sicherheit nicht alle. Wir vom Bahnprojekt sagen immer, die Menschen zwischen Ulm und Augsburg kennen die Region am besten. Auch wenn nicht wirklich jeder Vorschlag umgesetzt werden kann, sind die Gespräche auf keinen Fall umsonst. Aber klar, das beste Beispiel dafür ist die orangefarbene Variante. Mit der türkisen und der violetten Variante hatten wir bereits eine Autobahn nahe in Verlauf. Allerdings war es aufgrund der engen Radien der Autobahn und der Geschwindigkeitsvorgabe von 300 km/h nicht möglich, eine noch engere Bündelung zu schaffen. In den verschiedenen Gremien wurde aber an uns der Wunsch herangetragen, genau diese engere Bündelung zu prüfen. So konnten wir mit unserem Auftraggeber nochmal sprechen und diese Bündelung umsetzen. Ohne einen Dialog wäre dies nicht möglich gewesen. Wir haben die Grobtrassierungen im Oktober 2021 vorgestellt. Seitdem sind sehr viele Hinweise und Verbesserungsvorschläge bei uns eingegangen. Was für die meisten aussieht wie ein Strich in der Landkarte, ist für uns deutlich mehr Arbeit. Deshalb können wir nicht jede Woche neue Varianten präsentieren. Es sind aber auch sehr viele gute Vorschläge eingegangen, die wir in nächster Zeit untersuchen werden. Diese werden wir dann wie gewohnt auf den verschiedenen Kanälen präsentieren. Wir vom Team des Bahnprojektes Ulm-Augsburg investieren wirklich sehr viel Zeit und Mühe in den Dialog mit den Menschen in der Region. Das machen wir nicht zu unserem Vergnügen, sondern weil wir dadurch sehr viele sinnvolle Hinweise und Anregungen bekommen. Auch wenn nicht jeder Hinweis oder jede Anregung umgesetzt werden kann, ist dieser Austausch auf keinen Fall umsonst.